einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Es gibt viele Arten von Ängsten, Phobien, Panikattacken und nicht jede Diagnose ist bei jedem psychisch Kranken gleich. Das meinen viele. Oder bei vielen, wie gesagt, es gibt auch so viele Arten von Behinderungen, von Sehbehinderungen, von Blindheit. Ja, und auch ich kriege viele Mitteilungen, mach endlich mal deine Augen richtig auf, schau richtig in die Kamera. Zu dem muss ich sagen, ich schaue richtig in die Kamera, nur ich habe eine Sehbehinderung. Und ich gucke nicht mit beiden Augen gleichzeitig im Wechsel von 5 bis 10 Sekunden. Mir kann kein Arzt, und ich kann es auch nicht, sagen, mit welchem Auge ich genau schaue. Und ich auch mit psychischen Erkrankungen. Ich war diese Woche wieder beim Friseur, bei einem Inklusionsfriseur. Da arbeiten auch Menschen mit Seherkrankungen und mit Behinderungen. Das unterstütze ich ja. Aber auch für mich ist es trotzdem, dass ich mich da wohlfühle, ein Friseurtermin eine große Herausforderung. Ja, das ist nicht einfach, weil man diese Phobien hat, diese Ängste hat oder die Nähe, die ist eine Nähe, die an jemand an mich drankommt. Klar gibt es die ganz Schlauen, die sagen, schneid sie doch selbst mit so Haarschneidemaschinen. Ja, kann man tun. Aber wenn man dazu noch feinmotorische Störungen hat, wie ich, oder eine Spastik hat, da geht das nicht so einfach. Sich die Haare selbst zu schneiden oder abzurasieren. Ja, das ist nicht so einfach. Und viele tun ja immer so belächeln, ach, du hast Angst, ach Quatsch, du hast Angst vor Menschen. Du spinnst doch, du hast doch um mich mal alle. Doch, es gibt psychische Erkrankungen, da hat man sogar Angst, vor die Tür zu gehen. Da hat man Angst, draußen zum Briefkasten zu gehen, auch wenn er im Haus ist. Man hat die Ängste. Und die Ängste sind da. Viele kann man vielleicht lindern oder heilen. Aber psychische Erkrankungen sind nicht immer heilbar. Ja? Auch durch Klinikaufenthalte nicht. Ich war in schon vielen Kliniken. Sie haben es bestimmte Zeit mal gelindert. Nur irgendwann kommt es doch wieder raus und hoch. Ja? Aber nicht, weil es die Betroffenen nicht wollen, sondern weil es auf einmal wieder da ist, immer dieser Druck in einem drin ist. Die Ängste von Menschen oder ich habe diese Woche zum Amt müssen, ein paar Sachen klären, ja, und da kommen sie, die müssen telefonieren. Ja, aber gerade Menschen mit Phobien, mit Sozialphobien, der innerliche Druck kann man nicht. Es ist eine große Überwindung. Und ich denke, gerade bei Ämtern im Jahr 2022, muss es doch so weit gehen, nicht auf diesen sogenannten Datenschutz drauf zu pochen, den gibt es in meinen Augen so und so nicht. Seit Corona gibt es für mich keinen Datenschutz mehr und davor auch nicht. Ja, also jeder, der ein Smartphone hat oder mit Karte zahlt, in meinen Augen ist der Datenschutz schon lange nicht mehr gegeben. Weder in Deutschland noch in Österreich und wahrscheinlich auch nicht in der Schweiz. Es wird bloß immer noch darauf zurückgepocht. Auf jeden Fall in Deutschland. Und da geht man dahin. Und wird behandelt wirklich wie Dreck. Eigentlich wie Dreck. Und ja, ich möchte diesen den absegnet haben. Das heißt, hier ist Anlaufstelle. Nee, so geht das nicht. Wie, Sie wollen dies und das? Nein, das geht auch nicht. Sie müssen anrufen, Termin machen und, zu Termine können bis zu 8 Wochen dauern. Denke ich mir, geht's noch? Ich muss doch jetzt schon eine Aussage haben. Spätestens nach ein paar Tagen. Wenn jetzt jemand eine Wohnung sucht, ja, und vom Amt es abgesegnet haben will, weil er, so wie ich, leider von der Grundsicherung bei Erwerbsminderung leben muss. Weil er nie mehr arbeiten kann. Weil er voll erwerbsgemindert ist. Wird man behandelt, in meinen Augen, heutzutage nicht gut. Nein. Und sowas hat mich dann richtig umgehauen. Ja, psychisch war ich fix und alle, hab geheult, bin nur noch in der Stadt 2 Stunden hinhergelaufen, weil telefonieren ist für mich eine große Herausforderung. Bei bestimmten Leuten geht das vielleicht noch gerade, aber neue Sachen auf mich zukommen, damit komme ich nicht klar. Und viele Betroffene auch nicht.
Und das ist nicht so, draußen scheint die Sonne und das ist nur so mal so da. Phobien sind nicht gleich wieder weg und Ängste auch nicht. Und wenn man dazu Telefonmobbing-Opfer ist, wie bestimmte Leute es sind, ja, kann man nicht einfach telefonieren. Das ist so. Aber dass es eine Einbildung ist, dass diese Menschen, auch wenn es hart anhört, würde ich gerne mal diese Krankheit eine Woche schenken. Einfach mal schenken. Und dann würden sie vielleicht die Augen aufmachen. Aber es ist halt, dass psychische Erkrankungen sind, ich sage immer, kein Ponyhof. Sie gehen sehr an Substanz. Und wenn man dann so eine Anlaufstelle geht, das Absegnen haben will, wenn man was will, und dann so behandelt wird, wie, ja, wie der letzte Obdachlose oder wie menschenunwürdig, ist das, knallt das halt richtig rein. Und man ist dann in so einem Loch drin und ist so ein Druck. Kann sich jemand lernen, warum kann man nicht telefonieren? Warum kann man dies und das nicht? Und das ist halt, das hat keine Klinik bis jetzt rausgekriegt. Und Medikamente ging das bei mir nicht immer raus. Aber es gibt halt Institutionen, die leben noch im Mittelalter, oder Ärzte, die leben auch noch in Timbuktu oder hinterm Mond. Heutzutage, im Jahr 2022, muss das per E-Mail gehen. Bestimmt aber nicht. Klar, Datenschutz, wie gesagt, aber irgendwo endet der Datenschutz in meinen Augen, wenn man eine Aussage will, aber erstmal von A nach B, dann von A zu C oder sonst wohin gehen muss. Und gerade für Menschen mit Handicap ist das schwierig. Verdammt schwierig. Was haben die denn, wenn man sagt, sie müssen telefonieren? Jemand, der eine E-Mail schreibt, aber nichts mehr hört. Ja? Also, da denke ich mir, einerseits heißt, wir kriegen Hilfe, aber andererseits muss man um die Hilfe so kämpfen, dass gerade Menschen mit Depressionen oder bestimmten schweren Handicaps das gar nicht mehr hinbekommen. Wo ist denn dann die Hilfe? Um jede Hilfe Betroffene muss man kämpfen. Nur irgendwann hat man den Kampf nicht mehr in sich. Irgendwann ist man schwach nach Monaten oder Jahren. Wir können halt nicht mehr so wie früher. Ja? Aber die Gesellschaft und die Menschen um einen wollen das nicht kapieren. Und wollen auch nicht kapieren, dass man mit bestimmten Menschen einfach nicht mehr tun haben will. Ja? Und das verstehen auch viele Ämter, Beamte nicht. Aber es ist kein schönes Leben immer mit psychischen Erkrankungen. Es ist manchmal richtig anstrengend. Für körperlich anstrengend. Man liegt flach manchmal, in sich gefangen. Man weint auf einmal und weiß nicht, warum das so ist. Ja? Aber es ist dann so. Und es ist ein Zeichen. Ein Zeichen des Körpers, du machst gerade zu viel. Ein Zeichen des Körpers, es geht gerade nicht mehr so. Ja? Und dann muss man halt sagen, egal wie schwer es ist, ich brauche jetzt eine Pause. Und ja. So, ich hoffe, ich konnte das Thema wieder nahebringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich zu meinem nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.